Okay, cool. Das ist natürlich das altbewährte Tony Stark-Problem, dass er... Tony, wir suchen seit Stunden. Einen Bereich habe ich bis jetzt vermieden. Wir kommen gleich hin. Er ist eine Brutstätte für AIM-Aktivität. Ich werde den Großen auspacken müssen. Ja, das klingt auch falsch. Ja, den Großen auspacken. Okay, Kinder, ich zähle auf euch, dass ihr die zweite Wärmesignatur findet. Hoffentlich bringt sie uns viele Initiatorkerne. Es wird nicht mehr lange dauern, bis AIM die Chimera findet. Und ohne eine Operationsbasis, naja, haben wir kaum eine Chance. Also enttäuscht mich nicht. Und viel Glück. Das ist eine Menge Druck. Oh nein. Ja, unbedingt. Nein, okay. Ja. Ich darf Mr. Stark nicht enttäuschen. Jarvis, wo soll ich anfangen? Die zweite Wärmesignatur besteht aus einigen verstreuten Punkten um ein großes Zentrum herum, was eine signifikante Konzentration potenzieller Initiatorkerne nahelegt. Das Ganze muss ein einziger Ort sein. Vielleicht ein Gebäude. Alles klar. Bei Konzentration habe ich aufgehört zuzuhören. Warte mal, hier ist ein auf jeden Fall. Ist hier irgendwas? Hey, ich kenne dieses Symbol. Schock und 2. Siehst du irgendwas? Alles sicher! Das haben wir eben auch nicht gemacht in der Stadt, ne? Wir haben nicht geguckt. Aufgepasst! Ihr! So wie wir es geübt haben, halten nicht ihr! Was hier für Loot rumliegt und so. Jarvis? Ja, Miss Khan? Täusche ich mich oder ist der Hulk nicht so leuchtend grün wie sonst? Anscheinend kommt Dr. Banner nicht über das Dahinscheiden unseres geliebten Captains hinweg, Miss Khan. Seinen Memos zufolge ist er zur Chimera zurückgekehrt, um die Ereignisse am A-Day aufzuklären. Stattdessen haben ihn seine vermeintlichen Fehler mehr und mehr frustriert. Oh, natürlich. Bruce fühlt sich schuldig. So wie anscheinend alle, Miss Khan. Teams Alpha, Bravo und Charlie, ab sofort Funkstille. Meldet euch erst wieder, wenn ihr die Ziele seht. Alles klar, deswegen ist er so voll Blutergüsse. Und so hässlich, so schmutzig. Der wäscht ihn nicht mehr. Der Hulk wäscht ihn nicht mehr. Weil er denkt, er hat einen Captain umgebracht. Mensch, klingt das falsch. Ich habe ein Tech-Lager in Sektor 12 gefunden. Ja, beruhigt euch. Komm gleich zu euch. Beruhig dich, Hulk. Okay. Ja, er ist weggeflogen. Säuberungskeeper. Halt mal dem Hulk den Rücken frei. Okay, cool. Ich glaube, da ist der Tech-Schraum nicht drin, die Kerne. Aber ich glaube, Tech ist da drin.
Spürt jemand, dass der Boden bebt? Ist es das, was ich denke? Es ist ein Hulk. Guck mal, wie viele Fragmente hier sind. Ach hier, guck, da ist die Kiste. Ja, yeah. Module und Weste. Module sind natürlich gut. Und beste anlegen. Beste Weste natürlich. Nächstes. Das ist schon cool, dass du abseits von der Mission was finden kannst, dass die Level nicht so schlauchartig sind. Also krass schlauchartig. War ein bisschen... so das Gefühl hast, zumindest ein Open World zu haben. Zumindest in der Region, in den Einzelnen. Finde ich schon gut. Sie nähern sich wieder AIM-Ausrüstung. Hoffentlich der richtigen. Warum liegen hier tote Menschen? Nein! Ups. Ah, ich bin gleich hier gespawnt. Hä, was ist hier passiert? Verdammt, sie verbrennen die Kerne! Sie wollen so viele wie möglich zerstören! Dann drängt die Zeit. Viele gesichtet. Da laufen noch mehr Streuner von der Resistance. Moment. Das ist der Hulk! Die verdammten Avengers! Wir brauchen Verstärkung! Mir gefällt nicht, wie die aussehen. Das sind keine normalen AIM-Blechdosen. Miss Khan, ich denke, dass Sie zu einer Gruppe gehören, die sich selbst Wachhunde nennt. Eine radikale Anti-Superhelden-Organisation. Großartig! Sie arbeiten wohl jetzt für AIM! Was los, Hulk? Okay. Harter Fight. Jetzt haben wir die komplette Wüste abgegrast
Und es reicht immer noch nicht. Oh. Bin ich allein? Was? Wo sind die anderen Inhumans? Wieso wehren sie sich nicht? Keine Ahnung. Da waren Symbole der Resistance, Gerüchte über eine Rebellion, aber nichts passiert! Ich fühle mich nicht krank oder so. Ich habe mich noch nie lebendiger gefühlt. Was ist, wenn ich mich irre? Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Diese Kräfte sind ein Teil von uns. Und wenn ich eines weiß, dann, dass es viel besser ist, sie anzuerkennen. Irgendwie sowas. Mein Dad hat das auch immer gesagt. Scheint ein cleverer Kerl zu sein. Der Beste. Wir sollten zurück zur Chimera. Okay. Bleibt, wo ihr seid! Ach, komm schon, Mann. Ein Kind und ein alter Mann. Ein alter? Okay. Dr. Pym empfängt euch jetzt. Doc... Hank Pym? Oh. Wirklich cool. Hank? Bruce? Was tust du hier draußen? Das könnte ich dich auch fragen. Echt schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Kamala, das ist Dr. Hank Pym. Ant-Man? Das war ich früher. Folgt mir. Okay, das ist also die Wärmesignatur, die wir gesucht haben. Wir haben alles geholt. Waffen, Roboter, AIM-Tag. Alles, was uns bei der Verteidigung helfen könnte. Denkst du, wir könnten ein paar von diesen Initiatorkernen haben? Als Hilfe für einen Helicarrier, der ein wenig Liebe braucht? Da lässt sich wohl was arrangieren. Super, vielen Dank. Was ist das hier für ein Ort? Wir nennen ihn den Ameisenhügel. Oh. Nicht meine Idee. Die kam von einem unserer anonymen Hacker, Tiny Dancer. Nicht zu glauben. Dann sind das also alles? Inhumans, ja. Viele waren Häftlinge in einer AIM-Anlage. Scheint so, als würden sie sich doch wehren. Fühlt euch wie zu Hause. Wir haben einiges nachzuarbeiten. So hätte ich mir diesen Ort nie vorgestellt. Aha. Der Ameisenhügel. Hank Pym sieht irgendwie so jung aus. Krass. Das ist die zweite Fraktion, hey, auf jeden Fall. Banners Gefährtin. Hast du kurz Zeit? Du bist der Portaltyp. Ja, das bin ich. Theo, der Portaltyp. Zu deinen Diensten. Ich bin Kamala. Deine Kräfte sind der Wahnsinn. Danke. Aber rede mal mit Sarah. Sie ist da vorne neben dem großen Überwachungsbildschirm. Sie will dich kennenlernen. Mich? Okay. Willkommen im Ameisenhügel, der Heimat der Außenseiter. Ja, Mann. Warst du am A-Day in San Francisco? Bingo. Ich und meine Schwester. Schwester? Wo ist sie? Sie hängt hier irgendwo rum. Du erkennst sie, wenn du sie siehst. Ja, wahrscheinlich genauso, Lila. Das ist ja cool. Neben dem großen Überwachungsbildschirm.
Für das Sound irgendwie. Das kann ich verstehen, aber ich würde es nicht riskieren. Er klaut natürlich erstmal alles, was hier rumliegt. Logisch. Hat das die Frau, mit der ich eben reden solle? Du musst mir einen Gefallen tun. Außer muss ich dir alles klauen hier. Komm her, dauert nur eine Sekunde. Ah, du bist Pims Freundin aus der Wüste. Spionierst du hier für AIM? Was? Ja. Nein. War ein Witz. Ich habe Kameras in einigen toten Mechs, die du in der Wüste passiert hast. War cool, wie du es den Wachhunden gezeigt hast. Ach, danke. Ich bin Sarah Gaza und über dich wird schon sehr viel geflüstert. Gute Sachen? Ja, verdammt. Wir wollen dich in unserem Team. Falls du mal Zeit hast, ich habe jede Menge Aufgaben für dich. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Du kannst also auch Missionen machen bei denen. Tägliche Aufträge. Aber nicht jetzt. Wir können ja mal ein paar dann machen. Ich kann es nicht glauben. Vielen Dank. Sieh dir mal die Truhe hinter dir an. Das ist eine neue Ladung, die ich noch nicht in Augenschein nehmen konnte. Natürlich. Nicht mehr heute und nicht mehr jetzt. Die da, oder? Ist es die da, oder die da? Ich weiß nicht, was das ist, aber Sarah wird sich bestimmt darüber freuen. Muss ich nochmal mit der reden? Vielen Dank. Kein Problem, immer gern. Soll ich dir was verraten? Die Roboter hier sind Pims Lieblingsprojekte. Wir haben den ersten, Mark 1. Er hängt im Schuppen neben der Treppe. Buchstäblich, kaum zu übersehen. Werde ich nicht. Okay. Ausrüstung von Roy, Modell B1 kaufen. Dann kannst du das Begleiter mitnehmen, oder was? Welche würdest du wollen? Du wirst machen. Vater der Erde. Wer ist Roy zum Teufel? Bist du Roy? Kann ich Ihnen behilflich sein? Oh ja, Roy. Guten Tag, Erstkundin. Benötigen Sie meine Hilfe? Tut mir leid, dass ich starre. Tut mir leid. Ihre Okularausrichtung ist mir einerlei. Meine Vergangenheit wurde aus Sicherheitsgründen gelöscht. Oh, das ist irgendwie traurig. Meine Programmierung berücksichtigt derlei ineffiziente Redundanzen nicht. Nur die beiderseitige Transaktion spendet mir Freude. Je mehr ich kaufe, desto glücklicher wirst du? Korrekt. Meine Programmierung beschränkt sich aufs Akzeptieren ihrer Anfragen. Sehr guter Roboter. Was hast du Schönes? Also Schmut. Oh ja. 46% Chance, einen kritischen Nahkampfangriff, eine Explosion auszulösen. Das ist ja geil. 46% ist echt viel. Tadelloser Jarvis-Barriere. Ja, wir kaufen uns mal nix. Trotzdem danke. Ganz ruhig. Dr. Medicho will dich in ihrem Büro sehen. Was? Dr. Medicho bin ich. Komm ins Labor, dann kriegst du ein paar Goodies. Medicho. Dr. Medicho. Ach, da ist Labor, Lab 1, Lab A. Du hast wir gesagt. Nur du und Kamala? Nein. Tony ist auf der Chimera. Ihr redet also wieder miteinander, was? Sowas Ähnliches. Eigentlich habe ich's Kamala zu verdanken. Sie hat den Großen gefunden. Den Großen gefunden. Der Große. Ich versuche eine erneute Kalibrierung der PIM-Partikelmaschine. Danke fürs Nachgeben.
Dieses Chassis dient ausschließlich ihrer Replikation von PIM-Partikeln. Wow. Sieht nach Tests mit PIM-Partikeln aus. Hoffentlich sind sie bald erfolgreich. Okay. Höherstufige Ausrüstung verfügbar. Da ist Dr. Maddie Show. Auf Q drücken. Hier drüben, wenn du quatschen willst. Hallo. Ja, unbedingt. Hallo, Dr. Maddie Show. Verdammt, sieh dich an. Das nenne ich einen Look. Ich bin Maddie, Biogenie des Hauses. Sag Pim nicht, dass ich das gesagt habe. Oder Banner. Es bleibt unser Geheimnis. Sie haben mich herbestellt? Ja. Ich bin zwar kein Inhuman, aber ich verkaufe ein buntes Allerlei. Wenn du schneller, stärker oder elastischer werden willst, bist du bei mir richtig. Was haben Sie davon? Dass ich klüger bin als alle anderen. Bring mir das richtige Material und ich baue dir Sachen, da kriegt AIM Heulkrämpfe. Ich habe schon ein paar Prototypen. Sieh mal. Hey. Cool. Oh hier, Kristalle. Ultimative Unterstützung, erhöhte Heldenenergieregeneration für ultimative Fähigkeit. Ist ja nice. Katalysator, Gruppierungs-XP, Gravitationssicherung, leichtes Brechen. Ultimative Unterstützung. Was haben wir hier noch? Oh, Moment, kriegt man ja noch Ausrüstung, die ich höher werde jetzt als unsere. Hier kaufen wir uns mal nix, soll ich sagen. Obwohl die auch nicht so teuer sind. Das ist Iron Man. Das ist Hulk. Und das ist. Gruppierungsrang 10 brauchen wir. Für die Insignie. Ah, okay. Wir müssen also quasi die Ränge auch noch steigern. Das ist ein bisschen wie bei Fallout 76. Dass du bei den einzelnen Gruppierungen die Ränge muss noch haben musst. Sabbere ich schon? Kann ich dabei irgendwie behilflich sein? Im Moment nicht. Aber du könntest etwas für Pim tun. Geh zum Einsatztisch. Er wird dir alles erzählen. Einsatztisch, okay. Kinn hoch, Schultern zurück. Du machst Helden das Mission verfügbar. Es ist an der Zeit, AIM zu zeigen, was ich wirklich kann. Was denkst Mission du, Jarvis? Ich denke, dass sie alles können, was sie sich in den Kopf setzen, Miss Khan. Okay. Also, fantastische Heldenreihe von Miss Marvel freigeschaltet. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei der Hauptkampagne. Und dazu gehen wir jetzt. Ameisenhügel. Ameisenhügel Einsatztisch benutzen, um nächsten Auftrag zu starten. Eigentlich würde ich gerne Schluss machen. Es ist 2:30. Ja, komm, wir machen Schluss für heute. Noch kurz mit den Dings reden. Warst du wieder gefangen? Ja, es war schlimm, Hank. Über ein Jahr diesmal. Faszinierend. Also ja, das ist echt schlimm. Die Kleine hat mich rausgeholt. Ich schulde ihr was. Gut, dass ich das so zuhören kann, wenn er das sagt. Na gut. Okay, dann machen wir jetzt Schluss an der Stelle, würde ich sagen. Abgesperrt ist ja, wir sind ja hier in der Safe Zone. So, ja. Dann zurück zum Hauptmenü. Reicht für heute. Wir sind jetzt bei, könnt ihr gleich mal im Hauptmenü nochmal gucken. Immer so 30% haben wir geschafft. In 6 Stunden. Also jetzt denken wir noch so, keine Ahnung. Nochmal 8 Stunden werden wir bestimmt brauchen für die Hauptkampagne, für die erste. Und dann mal gucken, wie wir da weiterverfahren. So. 54% haben wir geschafft, in der Tat. In 6 Stunden, also 12 Stunden. Je nachdem, wie schnell wir jetzt da durchkommen, ne? Also wie viel wir noch von dem Nebenzeug machen. So eine Heldenreihe würde ich schon gerne mal machen, aber jede Heldenreihe, das ist natürlich richtig viel Zeug. Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das so gut ist. Gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende angekommen von dem Stream. Bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns ja morgen wieder im Laufe des Tages oder morgen Abend spätestens. Hier zur weiteren Runde Avengers. Wir wollen, dass wir wenigstens die Hauptkampagne durchspielen. Und dann wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht und bis morgen. Tschüss.